Nichts Neues bis hierhin. Ja, auch die Morgana wird wieder rausgenommen, der Fizz, alles schon mal gesehen. Jetzt du kannst laufen, kommt Brock wahrscheinlich die Rede auch noch raus. Denselben Bands. Wie sieht wieder raus? Okay. Damit, das lässt die Irelia offen. Also Rocket könnte theoretisch Kalis dafür picken, wenn ihr das möchten. Aber genauso wäre Irelia dann für Unicorns of Love offen. Die anscheinend sehr gefürchtet wurde von Rocket. Jetzt hat man den Jenner-Bann weggelassen. Er lässt also Jenner offen. Und bannt die Dadurch, dass jetzt gerade auch die Sivir und Kalista weg sind, ist dann nicht ein Hyper-Career auch noch interessanter mit einer Jenner zusammen? Ja. Ist machbar. Kalista countert Hyper-Carries grundsätzlich. Sivir ist da ein bisschen einfacher zu spielen dagegen. Mich würde die grundsätzliche Ausrichtung jetzt. Wofür war der Jenner-Bann überhaupt gut? Das sollte man dann jetzt auch sehen. Wenn jetzt keine Jenner gepickt wird von Rocket, dann war der Bann wahrscheinlich von vornherein nicht so gut. Ich frage mich halt, ob man jetzt selbst sowas wie Jinx Jenner spielen könnte und dann wirklich ein Team rund um Jinx aufbauen könnte. Mr. Alles ist ein Mensch oder ein Spieler quasi, der das selbst ja sehr oft gemacht hat und deswegen wäre es vielleicht auch die Option für Unicorns of Love da dazwischen zu grätschen. Ich würde eher davon ausgehen, dass auch wenn Kog'Maw nicht so gute AD-Scalings hat, dass man Kog'Maw AD Carry pickt, Kog'Maw mit Jinx, Kog'Maw mit Jenner zusammen. Sie picken jetzt schon Varus, das ist ziemlich gewagt. Und der klassische solide Alistair-Pick. So wie ich das sehe, wollen sie den Last Pick für Top Lane lassen und dann Irelia reinpicken. Ich denke, das ist so der Move, den Unicorns of Love jetzt plant. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt einen Maokai. Wie ist das Maokai-Irelia-Matchup? Ich denke, dass Irelia Maokai einfach irgendwann outscaled und einfach split pushen kann. Ich glaube, das ist so der Plan. Sie haben genug Wave Clear mit Varus und Alistair, der sie defendet und davor bewahrt, dass sie gedived werden. Also ich denke mal so, das könnte so die Strategie dahinter werden. Und ansonsten jetzt auf Seiten von Unicorns of Love, wenn du wirklich mit dem Gedanken spielst, okay, wir wollen jetzt die Irelia haben, dann wäre aber ansonsten viel Magic Damage notwendig gewesen, weil dann kann sich Maokai nicht einfach so for free and frozen hard kaufen. Wenn du jetzt einen Varus hast und da noch eine Irelia reinpickst und dann noch einen AD Carry, dann wird das aus so einem Maokai ein richtiges Monster. Also wird das dann ein Kog'Maw oder ein Corki? Über die Schadensverteilung. Würde in dem gesetzten Fall, die wollen eine Irelia picken, sollte es dann einer von den beiden AD Carries werden, ja. Aber das ist jetzt interessant. Also den AD auf dem letzten. Mhm. Kann man Varus AD spielen zurzeit? Ich sag nein. Ich glaube nicht mit einem klassischen AD Carry Build. Du kannst theoretisch diesen Caster Varus auf Botlane spielen, aber der spiked deutlich später. Du kriegst deutlich später deine Mana-Mune und so weiter. Ist alles ein bisschen delayed. Würde grundsätzlich gehen, aber dann fehlt dir auch der konstante Schaden irgendwo. Also ich würde sagen, dass der Varus-Pick fast sicher Mitte ist. Und dass du eigentlich schon deinen Lineup preisgegeben hast. Welcher AD Carry soll da jetzt noch groß kommen? Ich meine, Corki oder Kog'Maw sind für mich die Picks, die... Ja, der einzige AD, den man sonst so spät pickt, wäre eine Vayne, aber damit hättest du halt jetzt hier wirklich bis auf Nidalee nur AD drin und dann wieder einen schlechten Mix. Hat auch gegen Braum, der dann auch einfach ultra tanky wird. Ja. Corki wäre wahrscheinlich die beste Alternative. Ja, ich glaube auch, dass, jetzt Kog'Maw hier wegzupicken, finde ich schön. Dann forst man ihn quasi auf den Corki-Pick. Der jetzt allerdings natürlich auch nicht... Genau, das ist dann... Oh, was für eine geniale... Das ist geil. Okay. Richtig gut gemacht. Ja. Tja, jetzt hat man eigentlich, jetzt würde ich fast sagen, dass die beste Option dann wahrscheinlich wirklich noch Varus auf AD zu schicken ist. Weil wenn du jetzt da wirklich noch einen AD-Carry reinpickst, der Pure AD hat, oder du pickst halt jetzt sowas wie Ash, nee, aber gegen Braum. Also ist nicht so gut, schwer. Aber... Und die Outpick, das ist gerade so ein richtiges Schlag ins Gesicht. Varus auf AD Carry ist halt auch einfach nicht gut, ne? Du kannst nicht... Sie haben sich gerade so ein bisschen selber in die Zwickmühle gehauen. Ich verstehe halt den First Pick Varus nicht, wenn da... Ich weiß nicht. Macht halt nicht so viel Sinn. Man wollte wahrscheinlich sehr früh eben für eine Split-Push-Variante im Notfall gehen können. Man hätte wahrscheinlich Nidalee Alistair in der ersten Rotation einfach nehmen können. Weil der gegnerische Jungler war eh schon sichtbar und dann einfach Mitte oder Top.
Jetzt wird es hier also tatsächlich die Orianna. Also wir sehen den Varus AD Carry. Meines Erachtens eben auch die beste von den schlechten Optionen. Aber ich denke, wir sind uns da fast einig. Outpicked, oder? Ja, auf jeden Fall. Die letzten zwei Picks von Rocket waren genial. Können das Game gewonnen haben an der Stelle, ganz ehrlich. Also Varus AD Carry ist wirklich kompletter Müll. Kann man mal so sagen. Also mir will nicht mehr ein Itembild ein. Willst du für einen Crit-Bild gehen? Du bist ein AD Carry ohne Escape. Du hast 25 mehr Range als alles andere, was sonst so, ne, weggebumst wird, sag ich mal. Das kannst du nicht spielen. Das ist nicht viable. Na gut, sie müssen es jetzt auf jeden Fall trotzdem spielen. Und zwar nicht irgendwo, sondern im verdammten fünften Game von Best of Five. Wir sind auf jeden Fall bereit und wir haben richtig Bock. Wir hoffen, ihr habt natürlich genauso Bock. Wir, das sind an dieser Stelle der gute Chris, Eis ohne Waffel. Jo, da ist er wieder. Da ist er wieder. Wir sind uns ständig. Jo, na, kein Wunder. Best of Five mit 5 Spielen wird jetzt richtig, richtig spannend. Und ich muss sagen, die Pick- und Bannphase war gerade super interessant. Wir haben ja vorher immer wenig Abwechslung wirklich gesehen, haben immer die gleichen Picks gesehen, haben immer die gleichen Bans so in die Richtung gesehen, haben wenig gesehen, dass gespielt wurde mit Möglichkeiten in den Bans, um den Gegner so ein bisschen in die Enge zu treiben. Und jetzt natürlich mit den 2 ADCs, / Midlanern. Ja. Das war genau das Ding mit diesem frühen Varus-Pick, aber wirklich nochmal der Fokus darauf. Der Corki und Kog'Maw in einer Rotation anzupicken, war einfach super gut. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das jetzt umsetzen. Man muss halt sagen, wirklich, auch jetzt nach den vorhergehenden Spielen, die Motivation bei Unicorns of Love muss gerade wirklich gen Null gehen. Ja, andererseits hast du ja, du gehst ja immer vom Positiven aus, wir switchen mal kurz in-game in der Zeit. Ich gehe jetzt einfach mal vom Positiven aus und sage, jetzt willst du eine Trotzreaktion zeigen. Und jetzt, Power of Evil, zeig uns, dass es besser geht. Gib uns die Ultimates, die nicht nur für Creeps da sind. Vor allem, glaube ich, ist Corking Mitte nicht so geil, um gegen Orianna standzuhalten. Muss man sehen, Corki lebt von seinem Poke und Orianna hat ein Shield. Das ist immer was ich schon so, was es ihm relativ leicht macht, in der Laning Phase da standzuhalten. Ja, andererseits, wenn du das Shield auf dich selber machst, kommst du nicht so gut zum Pushen. Also wenn eine Orianna pushen will, kann Corki sie in der Zeit poken. Also das kommt auf an. Du hast ja gerade auf dem Q auch im Early immer diesen Delay. Ja klar, der Q, der ist nutzlos. Also der vom Q kann sich verabschieden. Es ging jetzt eher Post-Ticks. Anfang kann Koki ja mit den Autotags noch ein bisschen was machen, also was Pushen angeht. Ja, nervig ist er in dem Fall, darüber brauchen wir nicht reden. Aber du musst auch immer sehen, viele Midlaner haben da wirklich ein Problem mit gegen den Koki. Gerade im Early, weil du halt unter diesen Auto-Attacks leidest, weil du sie nicht traden kannst mit deinen eigenen Auto-Attacks und du meistens auf den ersten paar Levels auch noch nicht gut mit deinen Spells traden kannst. Orianna hingegen hat ihre Passive. Sie lässt sie auch mit ihren Auto-Attacks halt mehr Base-Damage machen, womit sie halt auch mit den Auto-Attacks, gerade mit aufeinanderfolgenden Auto-Attacks, auch noch gut gegentraden kann, auch gegen den AD-Dealer. Ja, also da bin ich jetzt auch gespannt, vor allem wie viel Fokus man jetzt auf diese Botlane legt. Willst du jetzt den Varus nach vorne bringen, um ihn möglichst viel in dieses Armor-Pen, also im Rüstungsdurchdringung-Bild fahren zu gehen? Weil ich denke schon, dass dieses typische Caster-Bild werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den hier wirklich auf einer AD-Carry mit Crit spielt. Soll ich den Geheimnis verraten? Heraus. Ich wusste, dass es der wahre Spot wird, als er first gepickt wurde. Es war mir sowas von klar. Es war mir irgendwie sowas von klar, weil es einfach bloß in Unicorn-Style reinpasst. Es war aber keine Absicht. Also da bin ich mir 100% sicher. Aber nein, es war als Flexpick gedacht. Es war definitiv als Flexpick gedacht, dass man halt, man hat auf jeden Fall mit der Möglichkeit gespielt, ihn auf die Botlane zu schicken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also, Varus AD Carry ist so nicht gut. Also, das wäre auf jeden Fall ein hohes Risiko. Jackos hatte gerade sehr, sehr geil übrigens seinen Flash genutzt, um den Golem wegzusmiten. Sieht man auch nicht alle Tage. Da den so aggressiv mit dem Flash reinzugehen, ist auf jeden Fall ein hohes Risiko, was reingegangen wird. Aber ich gebe dir recht, wenn ein Team mit Varus AD Carry klarkommt, dann ist es wahrscheinlich Unicorns of Love. Weil alles, was Off-Meter ist, ist der in ihr Zeug. Ja, du musst jetzt sagen an der Stelle, so ein Early Flash ist gar nicht so viel wert für eine Elise. Und dafür wirklich jetzt den gegnerischen Jungler seinen kompletten Start zu denyen und selber noch die IP mitzunehmen, finde ich ehrlich gesagt gut getradet an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, vor allem weil du halt einfach diese Level 2 hast, dadurch auf jeden Fall auch den Red Buff kriegst, weil die ihn einfach nicht contesten können, weil du ein Level ahead bist. Und dadurch wieder diesen 3 Buff Start hast. Na gut, Level 1 war es ja trotzdem noch, sie hat ja die IP noch geshared von dem zweiten Golem. Sie war beim Red Buff Level 2. Vielleicht hat sie einen kleinen bekommen. So oder so. Auf jeden Fall konnten sie Red Buff deswegen nicht mehr contesten gehen. Und jetzt wird es aber vielleicht doch nicht der Treiber auf Start, weil Horo ist zur Stelle, um Visichachi hier mit ihm zusammen den Red Buff zu nehmen. Und Elise hat sich eben erst auf den Blue Buff gestürzt. Also hier hat man im Effekt dann doch getradet, aber trotzdem. Eine nette Variante sieht man nicht alle Tage. Und das ist natürlich immer wieder nett, wenn wir eine neue Variation sehen. Ja, vor allen Dingen musst du auch sehen, klar, na, ist da wirklich gerade
da, um ein bisschen zu backuppen, aber er verliert halt auf der Top-Lane so unglaublich viel dafür gerade. Und unten werden es auch gescoutet. Das heißt, ein Viermann-Gang kommt nicht in Frage. Und Steve und Vendor sind dafür zu spät schon. Ja. Also dafür sitzt sie jetzt Level 1 und 2. Da musst du normalerweise 2 und 3 sein. Ja gut, aber klar, wenn der eigene Jungle delayed wird, exakt, ist halt, das ist halt genau die Folge. Dementsprechend können wir bloß wieder an der Stelle sagen, worth it mit dem Flash. Definitiv. Die ist jetzt ihrerseits oben da zur Stelle, um zu gucken, ob der gute Gnade alleine hoch will und würde ihn da jetzt unter Druck zücken. Wenn er jetzt eben eigentlich im Jungle gegen diese Chachi, der wird jetzt mega Gnar. Oh, schön gelöst von Nuketag. Geht da einfach mit der Valkyrie sofort über die Wall. Sauber an dieser Stelle. Tja, und das ist natürlich jetzt goldvorteilmäßig schon bei 400 Gold und ich meine, die XP, die wird ja nicht angezeigt, aber die ist auch groß unterschiedlich. Oh, jetzt geht's hier unten auf Steve. Das ist ein hohes Risiko. Kann er den vielleicht nochmal wegknocken? Hat der Junge denn noch seinen Flash-Up? Nein, hat er nicht. Da kommt aber Prom dazwischen, aber das wird nicht reichen. Ah, da hat sie es bisschen. Hatte Rocket es sehr gut unter Kontrolle. Tja, aber du darfst dich halt nie in dieser trügerischen Sicherheit. Jetzt würde ich sagen, der will noch mehr. Hier kommt der Insek, aber der weiß gar nicht, wie sie Chachi. Der wird so wütend sein. Oh Gott, Prom kriegt den Kill. Und ich weiß nicht, ob der stirbt. Macht der jetzt hier den Double Vendor Big Plays? Vardax kriegt den Kill. Da hat auch nicht. Rein. Okay, oh, kriegt Vardax nicht. Kriegt zumindest die Auto-Attack. Die aber, will ich sagen, was war das? Und vor allem, es war auch so gut. Also er macht den Q-Knock-up und geht dahinter und überlegt so, soll ich jetzt mein Headbutt machen? Und gerade so, nein, 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 ich mache ihn. Also, wie sie Chachi, da stand, glaube ich, der Schock gerade ins Gesicht geschrieben und er wusste gar nicht, wie soll er jetzt darauf reagieren. Ich hätte jetzt zu gerne einfach mal diesen TS belauscht zwischen dem Team, was sie gerade gesagt haben, was da für ein Kommentar kam. Aber gut, ich meine, im Endeffekt Kill für den Support und noch ein Kill jetzt für Nidalee abgeräumt. Man kann sagen, worth it, auch durchaus vermeidbar. Ja, ich glaube, ich wäre auch super viel. Wenn sowas in der Solo-Queue passiert, da wittert man noch den Troll. Vielleicht war das doch so das Ding von eben, war da so, so, Dude, ne, du warst nie unten, also von hier würde ich sagen, also schicke ich dir jetzt einfach mal was ins Gesicht als kleine Racheaktion. Jetzt kommt wieder der Swap. Also man geht jetzt wieder hier nach oben. Aber ihr seht das schon. Der gute Kog'Maw hat 36 CS, Varus 24. Das heißt, da ist es bis jetzt sehr angenehm für ihn. Der Support sollte sich jetzt auch nach oben orientieren. Das sieht man auch, Braum ist auf dem Weg. Das ist aber auch ganz interessant, dass man sich dafür entschieden hat, Kog'Maw alleine auf die Top-Lane zu schicken. Einfach bloß, wenn man gesehen hat, jo, in unserem Jungle läuft es gerade nicht so. Wir gehen dann doch mal auf Nummer sicher. Wissen auch ganz genau, Kog'Maw ist jetzt erstmal alleine oben. Wir gehen wirklich den Jungle clearen. Okay, jetzt geht hier Jungle rein clearen. Und Vardax hat genau das Problem, dass er wenig zensiert werden kann. Ich weiß nicht genau, warum man da jetzt den Slow of Alistar gemacht hat. Ja, selbst wenn er Varus reingekommen wäre, hätte immer noch der Headbutt von Hindustan gehen können. Das ist ja das so starke an Alistar. Jede Menge Disengage und dazu noch extra Sustain. Man sieht jetzt übrigens auch schon, es wird auf jeden Fall die Mana-Mono werden. Das heißt, man wird auch über diesen Poke-Varus-Bild gehen. Oh, Steve im Bedrängnis. Oh, das wird richtig bitter für ihn, denn der Flash ist immer noch nicht ab. Bisschen Chachi wird jetzt groß, kann er nochmal hinhoppen. Oh, hat Ruhe da geflasht. Ja, war aber, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich meine, du musst sehen, nah an der Stelle, Cooldown auf alles. Kann maximal noch den Outlet rausbringen. Und ich glaube nicht, dass der Outlet gereicht hätte. Ich denke, der Flash war noch genau richtig zum Kill-Securen. Ja, und muss auch mal wieder sagen, Nidalee mit dem Kill Secure, das sind 2 Kills jetzt schon auf ihr. Und das nach 6-7 Minuten. Und es hat natürlich auch immer jetzt der gute Snowball-Effekt gegeben. Gerade mit Nidalee haben wir es schon so oft gesehen, kannst du so im Dschungel ausrasten. Ja, wenn wir jetzt mal sehen, ob sich das hier im Endeffekt dann auszahlt. Hier kommt erstmal der Heal von Vardax, um Hidisang zu safen, aber das würde nicht reichen. Auch der TP, der jetzt hier noch reinkommt, sollte eher abgebrochen werden, schätze ich. Ja, Gnar springt da sofort wieder raus. Maokai jetzt unten dadurch ein bisschen Free-Farm, kann er allerdings nicht allzu weit auf den Turret pushen. Ich finde es aber gut, dass er ihn durchgezogen hat. Er kommt damit seinem Jump jederzeit raus und kann den Farm halt wenigstens securen, dass das halt nicht weggeht. Und 3 Mann, da Vardax noch vom Tower wegzonen können, wenn da 20 CS vom Tower stehen. Das wäre natürlich super bitter, wenn du einfach was zusehen kannst, wie deine eigenen Tower die dein Gold vor der Nase wegstehlen. Damit dann haben wir jetzt genau die Situation, die wir öfter haben, Power of Evil mit einer Ultimate. Nuketag, da kommt die Valkyrie, alles safe, oh, geht nochmal hinterher, aber da wird Nuketag jetzt sich jetzt gleich in die Creeper Elf einreihen und dann kann er nicht vom Speer getroffen werden. Ja, sie wollen Druck machen. Nuketag muss sich da auf jeden Fall vom Tower zurückziehen. Na, da kommen jetzt seine Mates, da ist der Vendor zur Stelle und dahinter ist noch ein Kog'Maw, der sich jetzt wahrscheinlich hier auf die Botlane den Weg macht. Unten ist die Wave nicht richtig zum Turret gepusht worden, deswegen verliert Varus da gerade gar nicht so viel Farm, wie er vielleicht verlieren hätte sollen, wie auch immer. Oh, guck mal hier. Guck dir die Statistik an. Zum Anfang noch die ganzen Fans auf Seiten von Unicorns of Love jetzt ausgeglichen. Das ist doch das Schönste, wenn du quasi die Kritiker
überzeugen kannst, dann hast du sehr viel richtig gemacht. Vor allen Dingen hat Rocket da sehr, sehr viel richtig gemacht, dass sie da so viel Sympathie auf ihre Seite jetzt gezogen haben und das auch gezeigt haben. Oh, selbst wenn es schon verloren scheint. Warte, wann haben wir das denn jetzt erstmal gesehen? Dass wirklich alle Inhibs down sind, alle Tower down sind und du trotzdem noch ein Game gewinnen kannst. Und vor allem gegen drei Inhibs, die down waren. Da kann ich mich nicht dran entsinnen, wann das letzte Mal gewesen ist. Also Hut ab nochmal an dieser Stelle für Rocket. Das müssen sie jetzt allerdings natürlich auch nutzen. Ne? Ich meine, du hast dich jetzt nicht umsonst durch vier Games gequält, ein super Comeback gemacht, um jetzt hier zu verlieren? Nein. Das wäre richtig bitter, wenn sie jetzt wirklich all die Mühe umsonst sein lassen sollten. Aber ich denke, das werden sie nicht einfach machen. Sie werden sich dazu wehren wissen und werden jetzt nochmal alles aus sich rausholen. Aber die Unicorns denke ich doch auch. Vielleicht finden sie jetzt wieder den inneren Kämpfer. Oh, Steve ist da wieder im Bedrängnis. Oh, der arme Junge, das erinnert ein bisschen an diesem. Aber das Spiel kommt erst gleich. Steve also wieder auf der Flucht, der hat Flash ab. Oh, der Flash Steve. Tja, Steve. In einer Linie flashen hilft wahrscheinlich nicht so ganz. Er hat, glaube ich, noch darauf gepokert, dass er aus der Max-Range von dem Speer rauskommt. Aber es hat nicht ganz gereicht. Was will er machen? Flash da zur Seite, kann man ihn so engagen. Er muss die maximale Distanz wirklich vom Flash ausnutzen. Und das ist natürlich sehr unlucky. Ja, aber du kannst doch so einen Millimeter falsch, also, ne? Schräg, diagonal, wie auch immer. Sowas auf jeden Fall nicht Gewinn bringt. Der arme Junge steht jetzt 0-3-0. Natürlich ist Marker aber ein Champion, der auch mit wenig Farm und wenig Experience immer noch was reißen kann. Ich glaube, das 0-3-0 stört Maokai an sich überhaupt nicht. Allerdings die 3-0 auf Nidalee, die stören ziemlich gewaltig. Das auf jeden Fall denn. Aber man kann immer wieder backtraden. Da, wo man selber irgendwas von Lane bekommt, hat man auf der Crossmap halt immer irgendwas, was man im Gegenzug dazu als Kill holen kann. Man schenkt sich also. Steve wurde jetzt gerade extremst dafür angefeuert, dass er diesen Setzling im Busch geworfen hat. Da kann ich mich nur anschließen. Damit wird er jetzt zumindest nicht sterben. Wird jetzt wahrscheinlich versuchen, die Wölfe zu machen oder ähnliches. Irgendwie an XP und Farm rankommen. Das wäre jetzt ganz wichtig. Ich bin gespannt, welches Itembild die gute Nidalee da vorher diesmal. Wir haben jetzt schon einige Varianten gesehen. Ich würde mir wirklich ein bisschen skalierende Option wünschen. Also vielleicht ein Rod oder ein Tier. Oh, unten würde ich sagen, einfach nur mit dem Headbutt weg. Du kriegst keine Last Hits. Naja, wobei das nicht mal gesagt hat, er könnte ihn nicht mal einlassen. Nein, aber gut. Er hat gesagt, ich bin hier, hat ein Statement gemacht. Pass auf, wenn ich das nächste Mal da bin. Ja. Das ist super spannend. Ein 2 gegen 2, ein Best of 5. Und das nach so knappen Spielen in den letzten beiden. Wir sehen auf Varus die Tier, das ist ziemlich normal. Man muss die Tier auch relativ schnell zum Mana Moon ausbauen, weil das sonst schlicht und ergreifend nicht genug Stacks kriegt. Ich bin mir sicher, der okay. Clean Feed, der geht aber wieder ein bisschen Rambo. Der ist platt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er wirklich jetzt da early schon gleich auf die Mana Moon gehen wird, sondern er ist ein Brutalisierer, gerade für den Dane bevorzugt wird, weil er halt einfach den besseren Early-Advantage davon hat, wenn er gleich auf den Brutalisierer geht. Aber gerade im Lane-Swap hast du halt keine 2 gegen 2 Situation und dann ist es, also dann lägst du dich halt einfach noch ein bisschen mehr und gerade ein Varus, der im Late-Game nicht wirklich kommt, braucht halt diesen Mid-Game-Power-Spike. Also er geht hier wirklich auf Brutalisierer, finde ich aber ehrlich gesagt. Also wenn, jetzt muss er halt die 2 gegen 2 Situation suchen, geht jetzt auch auf die Top-Lane gegen Kog'Maw. Ich denke aber, das wird er auch machen. Spät. Ja, er ist ja schon. Ah, wie sieht Chachi wird gleich groß. Finde ich ziemlich riskant, wenn man jetzt diven möchte. Aber man kann wirklich. Star, der Schaden wird höchstwahrscheinlich reichen. Kog'Maw, jetzt ist er nochmal groß geworden, nochmal ein bisschen mehr Leben. Die Ultimate kommt aber. Kog'Maw, alles Gute kommt von oben. Ja, da hat auch Vardax hier nicht mehr geholfen. Aber es war wirklich knapp. Wäre da wirklich ein bisschen mehr Fury und dann Tower zusammengekommen und er hätte seine Ulti noch rauskriegen können. Dann hätte das auch nach hinten losgehen können. Aber man konnte halt mit diesem Chain City wunderbar vermeiden, dass er großartig an Fury stacken kann und sich damit zu früh verwandelt. Er ist jetzt hier unten zum Turret gegangen, musste erstmal nach der Valkyrie sofort flashen, weil sonst wäre er da wahrscheinlich in den Pulverisieren von Alice da reingeraten und dann sehen wir ganz schnell wieder einen Sack. Also da den Flash mal kurz verloren, aber der Turret ist zumindest nicht gefallen, also das hat funktioniert. Ja, man sieht halt wirklich, in diesem Spiel wird sich nichts mehr geschenkt. Wir sind jetzt 4 zu 4 nach 12 Minuten, 19k zu 19k, naja, zu 19,3k, die 300 Gold. Ich finde auch schön, dass beide Seiten jetzt so ein bisschen mit offenem Visier unterwegs sind. Es ist nicht mehr dieses Abtasten, die Jungs haben schon genug gefummelt, würde ich mal so sagen. Also heute auf jeden Fall schon. Heute ist auf jeden Fall, das reicht. Jetzt kommen die harten Sachen zum Tragen. Man muss halt auch immer sagen, das ist sehr, sehr hart, auch für die Jungs jetzt 4 Games am Stück zu spielen und jetzt noch ins fünfte rein. Weil ja klar, auch für die Spieler, du bist immer, man kennt das ja selber, wenn man so super konzentriert ist die ganze Zeit, kommst aus dem Game raus, kannst erstmal abschalten und denkst dir so, boah, mein Kopf.
Und jetzt stellt man sich das vor, so viel Games hintereinander, hart konzentriert, jetzt ist das fünfte schon mittendrin. Da leidet natürlich auch die Konzentration runter und dementsprechend auch das Gameplay. Definitiv. Definitiv. Wir sehen wieder auf Orianna in Athens, auch hier wieder absolut legitim. Trinity, das ist sehr schön, das Itembild vom linken Team mit Korke und Kog'Maw. Sehr synchron. Also, wenn man über Power Spikes spricht, dann fällt einem dieser auf jeden Fall erstmal ins Gesicht. Ja, Trinity, bekanntlicherweise super Early Mid-Game Item. Und wenn man es uns so leicht macht und so untereinander hinsortiert, klar, dann will man damit zeigen, Leute, wir haben unseren Power Spike. Wir wollen jetzt ein bisschen Druck machen und sollten jetzt auch die Gelegenheit suchen, uns da ein bisschen geltend zu machen. Ja. Jetzt geht man hier am Tür dran, aber Power Fiefel hat nicht so viel Mana, also ist das mit dem UFP relativ schwer. Traum versucht ihn ein bisschen zu deny. Mr. Alles legt allerdings sein Kog'Maw hier eher ein bisschen wie ein Caster aus und macht ja sehr viele Ultimates statt Hits auf den Turret. Aber ich finde schön, dass Rocket hier versucht, ihren doppelten Power Spike auszuspielen und sofort groupen. Ob das jetzt vom Erfolg gekrönt ist, werden wir sehen. Aber dadurch eben, dass Power of Evil hier nicht mehr so viel Mana hat, ist es vielleicht sogar eine gute Möglichkeit. Du musst aber mit Kog'Maw an der Stelle auf dich aufpassen. Du kannst nicht zu nah an Tower rangehen. Ich meine, sind alle viel da und wir haben auf Kog'Maw ja keinen Cleans dabei. Und auch auf Korki keinen Cleans dabei, um gegebenerweise irgendwie die Varus-Ulti zu verhindern. Wenn man die Varus-Ulti sitzt, dann braucht sich Power of Evil, glaube ich, nicht mehr großartig anstrengen, um da wirklich seine Ultimate noch durchzubringen, sondern kriegst du einfach bis noch den Ball auf den Kopf und dann sagt einmal Rums, Shockwave ist da und wahrscheinlich auch der Kill. Deshalb finde ich es ganz okay, dass er das da sehr, sehr passiv runterspielt und er mit den Skills da wirklich ein bisschen Druck macht. Ja, definitiv. 2-0-1 auf Kog'Maw, das ist natürlich quasi optimal. Jetzt hier der Fight beim Blue Buff. Nidalee konnte den Blue Buff sichern, geht dann über die Wall und sagt, du, hör mal, Alistar, war nett mit dir, aber er hat den Flash und kommt hinterher. Also da den Blue Buff auf Kosten eines Flash secured. Ich denke fast, dass das in Ordnung ist. Das war die Rache vorhin für den Flash-Smite. Jetzt haben sie selber ein Camp bekommen und konnten rausflashen. Dementsprechend ist man da jetzt, glaube ich, quitt. Oh, jetzt mit Power of Evil. Auch interessant, jetzt wirklich die Träne noch hinterher gebaut. Nachdem der. War die Träne vorher da oder war erst der Cage da? Es war erst der Cage da. Okay, dann hat er jetzt ziemlich spät sich für die Träne entschieden. Auf Nase sehen wir das gleiche Bild wie eben. Ja, das ist natürlich mit Double Tier im Team. Skalierst du halt sehr, sehr stark Richtung Late. Ich würde mir jetzt fast wünschen, dass Nidalee vielleicht auch noch auf eine Tier geht. Und dass du dann quasi so ein absolutes Late... Ah, es wird dropped. Aber auch das skaliert. Das ist in Ordnung für mich. Damit kann ich leben. Weil damit hat Unicorns of Love jetzt klar eine Richtung eingeschlagen. Es soll dann gehen. Es soll dann dieses späte Mitgehen geben. Nicht wirklich ins Late, weil da droppt Varus dann doch relativ stark. Allerdings, ich sage mal Minute 34, 35, wo es dann eng wird. Ja, wobei es im Late halt auch nicht stört. Meine Varus droppt, aber Corki droppt genauso. Also Corki wird zum Late Game hin auch nicht so der Bringer sein. Und alle anderen... Ich muss sagen, von der Teamkomposition her, wie eben, ich sehe die Teams ziemlich even. Das ganze Game über, sie haben alle ihre Stärken und Schwächen, je nachdem, wie man die Champions einsetzt. Aber vom Team her, insgesamt gesehen, bleiben sie doch relativ gleich auf. Man wird immer mal wieder den Sound der Valkyrie, wenn der Kutschini sich auf die Wave, in die Base aufmacht. Ich bin gespannt, was er sich jetzt holt. Als zweites Item hinter Trinity Force. Er holt sich hier sofort erstmal die Magie-Durchdringungs-Boots für alle, die das verwundert. Der ist doch auf AD, warum tut er das? Er macht sehr viel magischen Schaden über seinen Q, über seine Ultimate. Kommt da einiges zusammen. Und deswegen ist es da durchaus immer wieder, naja, fast mittlerweile definitiv normal, dass man für diese Boots geht. Ja, vor allen Dingen, das gibt ihm ja auch sehr, sehr früh noch einen kleinen Power-Spike über seine Skills, was halt einfach mit dem Trinity super konform geht. Manamune jetzt gefinisht auf Varus. Dadurch wird das Stacken jetzt deutlich verbessert als bisher. Er hat bis jetzt wahrscheinlich so 150 Stacks, was ja wahrscheinlich ja so 240 oder so. So, aber interessant zu sehen gerade, muss ich sagen, auf Alistar, das war wirklich die Coin sehen. Ja. Und das war mal nicht das Targon Shield sehen, sondern dass er sich einfach davon auf seine Base-Tankiness über seine Ulti verlässt und sagt, ja, ich will ein bisschen schneller Items zusammenkriegen, weil klar, das Gold, das er über die Coin bekommt, ist ein bisschen mehr, als wenn er die Last jetzt über sein Targon Shield macht. Allerdings seine Tankiness leidet drunter. Ja, definitiv. Und vor allem auch der Sustain auf der Lane. Aber da hat ein Alistar selten Probleme oder eine Alistar-Lane. Gerade die Sustain halt für den AD. Okay, ich bin gespannt, ob man den Drake hier kampflos abgibt. Elise ist noch auf der Midlane, relativ weit weg. Nuke, der kommt allerdings von unten. Das könnte eine schöne Situation für Rocket werden. Die Piece jetzt da. Ich denke, den Drake kann man übernehmen. Jo, den wird man sicherlich für sich beanspruchen. Er hat nahe jetzt dafür auf der Top-Lane. Er kann pushen. Ich weiß nicht, wie weit er mit dem Tower kommt.
Deadrake war bei 50 HP, aber der Speer, den konnte man natürlich blocken. Man okay, wird jetzt Base gehen. Jetzt muss man natürlich reagieren auf der anderen Seite. Man hat jetzt den Teleport-Advantage und den sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Ansonsten hat man den Drachen gerade umsonst abgegeben. Ja, das wäre natürlich ärgerlich. Und immer noch ist da kein Maokai auf dem Weg. Stattdessen ist Corki wohl der Erste, der auf dieser Top-Lane erscheinen wird. Aber das finde ich ganz schön. Also Unicorns of Love hat das hier schön gemacht. Sie haben da auf diesen Drake reagiert. Sie kriegen einen kompletten Top-Lane-Trade, einfach weil da viel zu spät gerecoilt wurde. Und auch große Teile des Mid-Lane-Tier-2-Trades. Finde ich okay. Also den T2-Tower auf der Top-Lane kann man sehr, sehr gut traden für den Drake. Finde ich okay, dass man das so akzeptiert. Weil der Goldvorteil im Early über den Tower bringt dir einfach mehr als diese Early Stats von Drake. Das ist auf jeden Fall worth. Man muss mal sehen, der Drake gibt dir 6%. Ja, was hast du denn an AD im Early? Nehmen wir zum Beispiel AD einfach mal als Beispiel. Dann hast du vielleicht auf Level 1 deine 70, 80 AD. Ja, was sind 6% davon? Dann hast du vielleicht 4, 5 Schaden mehr. Ja, von dem Tower. Da hast du dann 300 Gold mehr, wovon du dir dann schon wieder fast das nächste Item holen kannst oder das nächste Teil-Item, womit du halt auf viel, viel höhere Spikes und schneller ins Game kommst. Gerade weil ein Tier 2 Trade keine Selbstverständlichkeit ist. Also das sind quasi auch die Trades, die dir immer den Weg zu den Objectives bieten. Ja. Und den zu verlieren ist einfach super bitter. Das kommt noch dazu. Dementsprechend vollkommen okay, dass sie gesagt haben, den Drake geben wir ab. Dafür lassen wir dann nachher pushen. Und dazu kommt noch, dass sie noch immer einen Teleport-Advantage haben. Frage ist, wie nutzt man den aus? Ah, Corki kommt da nicht wirklich in Bedrängnis. Man weiß ganz genau, wie man sich bewegen muss. Wir hätten jetzt da die 3 vs 3 Situation auf der Top. Da geht man aber aus dem Weg. Es ist relativ schwer, mit Gnar ein TP Homeguard Mega Gnar Play zu machen. Weil das relativ leicht zu predicten ist. Du siehst ihn ja meistens irgendwo Base gehen mit sehr, sehr viel Wut, Energie, wie auch immer. Und bis er dann wieder da ist, das, ja, also da musst du halt dann einfach rausgehen in dem Moment. Also du bist mit Gnar halt wirklich darauf angewiesen, dass du immer irgendwas in der Nähe hast, womit du deine Wut so halten kannst, wie du es möchtest. Ja, im Optimalfall natürlich auf 99, dass du dich halt jederzeit entscheiden kannst, zu verwandeln und reinzugehen. Aber die Möglichkeit, wir haben es ja eben schon gesagt, die es dir so am besten bietet, ist einfach die Möglichkeit bei Objectives. Beim Drake, beim Nash, wo du halt kontinuierlich und in der eigenen Base kannst. Ist es relativ schwer, was zu finden, was du attackierst. Ja. Sei nur, dass du es dein Nexus einzureißen. Aber das wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn er da wirklich seine Boots decken könnte. Allerdings hat Gnar hier einen deutlichen Farmvorteil gegenüber Maokai. Stört Maokai aber allerdings auch an der Stelle nicht, weil er einfach das kostengünstigere Itembild hat, das er als Core-Item braucht. Man muss halt sagen, er steht auf 0-3. Ja, ist da gut unter Fokus geraten und dafür hält er noch ganz gut mit. Ja, der Vorteil von Kog'Maw gegenüber Varus ist eher darauf zurückzuführen, auf diese ersten Level, wo Kog'Maw halt vollkommen Free Farm hatte, da war also 15 CS vorne, das danach ist dann einfach noch ein bisschen gesnowballt, weil Varus ein schwacher AD-Carry ist und gerade auch über die Tier geht, was natürlich dann ihn nochmal schwächer macht. Du hast ja Kog'Maw auch Solo-Farm gehabt auf der Top-Lane, man hat ihn ja wirklich genau da abgestellt. Auf der anderen Seite hast du halt im Jungle auch bei Nidalee einen Farmvorteil von 20 CS mittlerweile schon. Man muss halt immer sagen, 20 CS, ja, für die Laner klingt es schon nicht so schön, aber im Jungle ist 20 CS natürlich noch eine viel, viel größere Summe und hat viel, viel mehr Bedeutung. Dementsprechend sollte man das auch nicht unterschätzen. Und klar, Nidalee 3-0 vorgelegt, sollte eigentlich gut Impact haben, aber bis jetzt hat man nicht mehr so viel gesehen. Man versucht jetzt, den Mitte-Trade anzugehen. Wird man allerdings nicht schaffen, weil Power of Evil im Moment einen Blue-Buff hat und deswegen der Wave, der einfach überragend ist. Also da passiert definitiv nichts. Er ist auf einem totalen Mana-Bild, also mit Ethereans und der Träne. Ich bin echt mal gespannt, ob gleich irgendwas passiert. Die dümpen jetzt so ein bisschen vor sich hin. Alle Sumps sind, alle Ultis auf allen Seiten sind ab. Ja. Und jetzt geht's hier unten wieder auf Steve drauf, der Arme. Aber da ist diesmal Mr. Alles zur Hilfe. Das heißt, diese Chachi-Gerät hier eher in den Fokus. Flasht jetzt. Steve sagt, du kommst mir nicht davon. Da kommt nochmal der Slow. Jetzt ist Werner auch noch zur Stelle. Dahinter kommt zwar das gegnerische Team, aber das wird reichen. Gnar hat man mitgenommen. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Der Kill ist hier auch wieder wunderbar. Und ja, damit ist der gute Steve jetzt nicht mehr 0-3-0, sondern 1-3-0. Back in game. Aber er war ja nie draußen. Das ist halt das Gute an Maokai. Du kannst nicht viel verkehrt machen. Du musst später bloß die Utility für ein Team haben. Power of Evil. Nee, da passiert natürlich nichts. Die Spinne ist da immer in der Lage, nochmal in die Lüfte zu steigen und sich damit zu entspannen. Wo auch immer, in welchem Netz sie sich gerade hochgezogen hat. Aber das Netz hat gereicht. Es war weit genug entfernt. Ja, jetzt geht's weiter. Sie sehen auf dem Kog'Maw mittlerweile auch Klinge des gestürzten Königs beendet. Das heißt, er ist jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Power Spike. Corki wird als nächstes Item auf Bloodthirster gehen.
statt auf Klinge des gestürzten Königs. Beides sind Varianten, die wir immer mal wieder sehen. Bloodthirster erhöht sein Burst-Potenzial ein bisschen, was man von Midlaner eben auch erwartet. Battle of the King ist eher die Variante, wenn du auf AD gehst und versuchst, Tanks zu schreddern. Die Rolle übernimmt allerdings hier definitiv Kog'Maw. Ich bin wirklich gespannt, wie es zum Late-Game aussehen wird. Weil wir müssen mal sehen, wir haben jetzt wirklich zwei starke Poker auf Seite von Unicorns. Und das heißt mit anderen Worten, wenn Rocket nicht irgendwie einen Weg findet, einen Fight zu engagen, irgendwie einen Maokai zum Flanken zu schicken, einen Maokai irgendwie richtig schafft, in die gegnerische Backline reinzubringen, dann wird es schwer. Wenn den Poke einfach ertragen geht, über eine bestimmte Zeit, klar, man hat einen Braum dabei, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Und da muss man halt den Weg finden, aus der passiven in die aktive. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, der entscheidend wird, ob man da den Weg in die Teamfights richtig reinfindet. Oh, so wie wir es heute bei den ganzen Games von Unicorns kennen. Man nimmt die Geschwindigkeit raus, man lässt sich Zeit, man möchte scalen, man möchte das Late Game. Okay, jetzt wird hier der Nasher angegangen. Damit rechnet man jetzt auf Seiten von Rocket überhaupt nicht. Man sieht auch nichts. Und ja, ich glaube, der geht sogar for free ab. Man entscheidet sich für den Drake. Aber oh, das ist den so Drake zu traden für den das Nash ist so gut, dass man vorher die Vision geklärt, wusste, okay, da haben die definitiv nichts. Und jetzt kommt dieser Moment bei Rocket wahrscheinlich, wo man das wahrscheinlich denkt. Maokai sagt sich jetzt, ich gehe da mal hin, Jungs, ich gucke zumindest mal, was sie machen, aber da ist es schon zu spät. Der Nash ist auf 1000 und ist er weg. Der ist aber weg. Und das ist super bitter. Steve geht jetzt nochmal drauf, man wird Hoodie Sack mitnehmen können, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Aber was ist das für ein geiler Trade? Sehr riskante Entscheidung Gold an der Stelle, aber wirklich goldiger. Wirklich sehr, sehr goldiger Call, dass wir sagen, ja, Drake geben wir ab. Ist uns total piepegal, ist der zweite Drake, könnt ihr haben. Wir nehmen den Nash. Sie nur aufpassen, dass sie mit der 5 gegen 4 Situation gut umgehen, aber das sollten sie schaffen. Und diesen Nash geht es jetzt auszuspielen. Er ist natürlich auch jede Menge Gold und das ist eben schon mal bei der Rechnung gemacht. Druid gegen Drake, Nasher gegen Drake ist puh. Ja, sie outtraden die Drakes quasi. Ja, also da. Sie benutzen sie als Waffe. Ich bin gespannt, was sie gegen den fünften Drake vorhaben. Also da müssen wir auf jeden Fall einiges abreißen. Ja aber gut, jetzt, aber sie haben ja selber den ersten bekommen, dementsprechend nicht so das große Risiko da. Und gerade den ersten, den zweiten, auch den dritten gibt man gerne noch ab, wenn man so hohe Preise dafür bekommt. Und dann schaut man, wie es weitergeht. Eieieiei, also jetzt mit dem Split-Push Gnade, der hier auf Hex Drinker Black Diva gegangen ist, deswegen ein ziemlich offensives Bild. Danach kommt noch sein Frozen Mallet dazu, also der Frosthammer. Das ist quasi das Aggressivste, was du so zur Verfügung hast auf dem Gnar. Das wird relativ schwer werden, der Gang zu splitten. Und jetzt muss man eben diesen Nash ausspielen. Auf der anderen Seite hat Maokai jetzt die Top-Lane angepusht. Das heißt, die kann sich Unicorns auf Waffe jetzt nicht zugunsten machen. Aber unten, ihr seht es, jetzt hat Tier 2 Botchery. Der wird höchstwahrscheinlich jetzt hier verschwinden. Das müsste alles, wir das Ganze clearen. Aber guckt euch die Wave an. 2 Cannon-Minions, dahinter jede Menge Caster. Und jetzt kommen hier, die sagen nein. Ja, das ist die typische Form von Artillerie. Leider hat man noch keinen Commando Banner dabei, aber ist trotzdem, glaube ich, nicht schade. Das ist ja das Problem, wenn man nicht so früh macht, wa? Ja, da reicht es da noch nicht mit. Aber trotzdem, brillant durchdacht und schöner Call. Und na klar, jetzt kriegen sie Tower für Tower. Muss sie jetzt alleine schon mal angucken. Sie haben alle 3, in der mittlere steht noch, 2 T2 Tower und das nach 26 Minuten plus den Nash bekommen. Kannst du nicht meckern. Interessant wird es jetzt, glaube ich, wenn Ori erstmal mit dem Deathcap fertig ist. Das ist natürlich nochmal so ein richtig schöner Spike für sie. Wenn sie aufs Deathcap geht. Vielleicht wird sie auch vorher wieder zu Ivy, das glaube ich aber diesmal nicht. Nee, nicht mit dem Itembild. Das denke ich auch nicht. Gerade über den Stab, über den Seraph-Stab, skaliert sie ja noch mit ihrem maximalen Mana. Das heißt, wenn sie darüber AP bekommt, wird das natürlich nochmal verstärkt, wenn du dann diese prozentualen AP von dem Deathcap bekommst. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, wäre wirklich Ludens, weil das wäre ja auch noch eine Option. Ja, das wird auch, denke ich, ab einem bestimmten Punkt kommen, aber das Deathcap scaled für den Moment einfach wesentlich besser ins Midgame rein. Und klar, sie haben den Nash, sie haben jetzt erstmal den Vorteil und sie wollen Druck machen. Deshalb denke ich da, dass ziemlich wahrscheinlich das Deathcap kommen wird. Und Predictions sind Itembilds bei Power of Evil, da hat man immer so eine 50-50-Rate drin. Er ist eine Wundertüte, ne? Er ist eine Wundertüte. Also nicht nur mit seinen Champions, nein, mit allem, was er tut. Mit seinen Summoners. Diesmal ist er auf Rot gegangen und das nächste wird ein Ludens oder ein Sonias. Das wird wohl ein Sonias, ne? Er hat noch Armor dazu. Das sieht für mich nach einem Sonias aus. Na, allgemein, Unicorns hat jetzt wirklich ein bisschen von der passiven in die aktive umgeschaut. Und das sieht man auch an den Builds. Sie spielen jetzt wesentlich aggressiver, spielen nicht mal die safen Varianten mit den Tanky-Builds, sondern gehen jetzt wirklich auf diesen Poke-Damage, auf diese aggressiven Varianten. Und das finde ich ganz gut. Liegt natürlich auch daran, dass man jetzt eben den Varus auf der AD-Position hat, der eben die einzige Stärke von ihm ist wirklich, dass er einen guten Poke mitbringt. Er ist kein guter AD-Carry in dem Sinne, dass er in der Lage ist, konstant da den höchsten Schaden zu machen, Leute am
werde, wegzukritten. Aber ihr seid genau auf dieses Caster-Bit gegangen, wie man auf der Midlane kennt. Also, letzter Atemzug, Brutalisiere und dazu Muramana, was jetzt irgendwann auch mal fertig sein wird. Und dann mit Nidalee zusammen hast du dann sehr, sehr schön Poke. Jo, seine Core-Items hat er quasi zusammen, um seinen guten Poke rüberzubringen. Und das passt eigentlich gerade alles so super schön ins Bild. Weil wenn die Death Caps jetzt gleich noch fertig werden, den Nashor konnte man zwar nicht nutzen, aber man hat trotzdem das Gold bekommen. Und, naja, gut, was heißt nicht nutzen, man hat trotzdem einen T2-Tower bekommen, ist ja nicht schlecht. Das ist ja das, was mit dem Nashor machen wird. Die T2-Tower müssen da unbedingt dran glauben. Weil irgendwas muss man ja mitmachen. Wenn, dann muss er ein bisschen leiden unter dem Poke. Da hagelt wirklich regelrecht Projektile auf sein Schild. Aber dafür ist es ja quasi da, wa? Ja. Es ist wie mit einem guten Airbag. Das ist ja genau das, warum du ihn pickst. Er soll das ganze Getümmel, was dir um die Ohren fliegt, einfach abfangen fürs Team. Und war auch sofort die Antwort auf Varus. Man hatte Varus da ja auf der Midlane erwartet und auch dagegen ist Braum einfach ein genialer Pick. Weil du einfach diesen Poke ein Stück weit abfangen kannst, wie sie Chachi wird hier wieder engage und Jankos ist auf dem Weg. Ja, keine Gefahr. Also da muss man einfach aufpassen. Wenn man da weggeht, verliert man wahrscheinlich den Tier 2 Mitchell. Also da spielt Unicorns of Love jetzt hier sehr souverän. Und genauso spielst du eine Siege-Poke-Variante, die sie ja eben hier haben. Du wartest halt darauf, dass ein paar Speere treffen, dass du ein paar von den Fallen von Varus triffst. Oh, der Cocoon hat getroffen. Und da muss sofort Alistair in die Bresche springen. Ist jetzt da zur Stelle. Die Speere kommen, die Varus wurde mir da nicht... Also hat getroffen, aber kann ja nicht verhindern, dass er das verstört. Wie viel Schaden er noch trotz seiner Ultimate bekommen hat. Aber da muss man halt dazu sagen, Corki, 10% von seinem Schaden sind immer noch absolut. Ja, und jetzt kommt hier der nächste Flash drauf und Jankos, wunderschöner Kokun und da ist der nächste Kill. Rocket, der Slow geht auch noch drauf, Power of Evil hat Gleans, aber da kommt ein Crit, da kommt noch einer und da ist Corki zur Stelle. Ja, da ist der Trainer aus dem Häuschen. Das sind 3 Kills und das sind 30 Sekunden bis zu Drake. Viel interessanter ist allerdings, dass es hier wahrscheinlich Turrets wären. Ja, das wird mindestens ein T2-Tower gehen, wenn nicht sogar noch den Inhib-Tower. Den Inhib wird man, glaube ich, nicht angehen können. Ah, ich glaube, man wird sich vielleicht sogar dafür entscheiden, den Drake vorher zu nehmen, bevor man, ja. Man geht da wirklich auf die sichere Variante, geht gleich in Richtung Drake, sagt sich, ja, das Risiko gehen wir nicht ein, hier zu overstayen. Wir sehen nochmal den Fight, aber das Wichtigste ist Nidalee, dass sie hier, sie geht über die Seite und sie kann denselben Weg gleich auch wieder zurückspringen. Also da, alle Augen drauf, ach, das ist die zweite Situation schon, wunderbar. Also eingeflashter Cocoon, stark gemacht, Vertex kann er nicht gegenflashen, flasht es danach. Er hätte nur eine Chance gehabt zu überleben, wenn er den CC von Elise overflasht hätte, aber der fliegt wirklich sehr schnell und sie ist ja auf ihn drauf geflasht. Also an der Stelle kaum einen Vorwurf zu machen. Tja, und jetzt konnten sie den Drake nicht outtraden. Der erste Drake, für den sie nichts holen konnten, weil sie halt selber vorher gepunished wurden. Und da wird es jetzt wirklich richtig kritisch. Jetzt geht man dritten Drake, in vierten Drake. Sie können sich nicht mehr so viel Zeit lassen. Sie müssen jetzt anfangen zu contesten. Und da dürfen sie nicht mehr solche Fehler machen. Nash ist dann 30 Sekunden ab. Ich denke nicht, dass man den jetzt hier auf irgendeiner Seite gerade unbedingt contesten will. Das glaube ich auch nicht. Ist das Item-mäßig hier gerade durchaus ein klarer Vorteil für Rocket. Ich meine, das ist Gold ein bisschen hinten, aber das sind halt eben immer wieder das Gerede über Power Spike. Sie chatten die Kraft jetzt der Wände an, das Schild rückt so ein bisschen, er kriegt ein bisschen Schaden durch. Aber dafür ist Braum halt eben der ideale Champ. Jankos hat jetzt wieder ein bisschen Schaden einstecken müssen. Ja. Also wenn du später in die Statistiken guckst, erhaltener Schaden, dann weißt du, wer den erhalten haben muss. Oh! Wow! Shit! Die Ultimate von den guten Power Beeple haut dir alles kaputt, also. 4 Mann getroffen. Wir haben gesagt, zeig uns die Trotzreaktion. Da ist sie. Unicorns wird von dem Publikum skandaliert. Und ich weiß auch warum. Das gibt auf jeden Fall. Nein, keine Nibidua. Sie gehen den Nashor. Sie wollen den Nashor dafür haben. Auch schon der zweite an der Stelle. Aber wir haben so oft gesagt, er steht und fällt mit seinen Ultimates. Und jetzt kam endlich mal ein göttliches Ultimate mit der Alistair-Kombo zusammen. Und dann sieht man mal, was es ausmachen kann, wenn man mal mehr als einen in der Orianna-Ultimate drin hat. Ja, da war auch noch die Gnar-Ultimate wahrscheinlich auch noch drauf, zumindest ist sie auf cooldown. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall super geil, mit abzusehen. Und dieser Nash, den können sie wahrscheinlich nicht aufhalten. Nope, Nuketag mit der Valkyrie jetzt auf dem Weg raus. Werden wir gleich nochmal sehen, denke ich, in der Wiederholung. Gerade jetzt, wo sie backporten. Ja, da kommt sie. Ich freue mich drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf, es nochmal zu sehen. Es geht hier also los. Man wird geflankt. Hier kommt das Glory. Die Ultimate von Braum ist göttlich. Hätte ich sagen, Flash wird eigentlich sofort genockt, aber hier, zack. Da kommt der Ball und die Gnar-Ultimate war quasi zeitgleich. Also das wirklich vielleicht nicht 1.000.000% optimal, weil man hätte es auch ein bisschen mehr stacken können, aber einfach wunderschön anzusehen. Well played an dieser Stelle. Spielt keine Rolle, 3 Kills. Das war, glaube ich, genau der Motivationsschub, den Unicorns an der Stelle gebraucht haben. Weil das ist so eine Aktion, bringt jetzt richtig Wind ins Team rein. Sie wissen, ja, Leute, komm, das sah jetzt nicht so gut aus, aber komm, jetzt sind wir wieder drin, jetzt haben wir alle Chancen der Welt und jetzt zeigen wir auch, was wir können.
Das Gnar-Item-Bit gefällt mir sehr gut, also Dornpanzer direkt nach Hexdrinker und eben Frozen Mallet und Black Cleaver, also schwarzes Beil und Frosthammer. Und auch auf Orianna sehen wir jetzt eben das Deathcap und Nidalee hat mit dem total offensiven Item-Bild. Es wird kein Ludens, es wird sondern Sonias und danach wahrscheinlich sogar ein Voidstuff sofort hinterher. Ja, Unicorns jetzt auf jeden Fall mit einem richtig guten Power-Spike. Du hast eben schon gesagt, das Deathcap auf Orianna ist fertig. Wir haben das Hourglass auch auf Nidalee fertig. Wir haben einen Varus, der halt alle seine Core-Items hat, die er braucht, um ordentlich Schaden zu machen. Plus, wir haben den Nashor dazu und die drei Kills bekommen. Das heißt, jetzt können sie Druck machen. Und das werden sie sicherlich auch tun. Ja, sie haben ja eben einen guten Poke, wie eben schon mal angesprochen. Jetzt hat ja auch Varus seine Muramana fertig. Also da ist sein Schaden nochmal höher. Man muss halt nur irgendwie eine Sidelane pushen am besten Fall. Gnar macht das jetzt auf der Toplane und Nidalee überlegt, ob sie die Botlane holen geht. Aber das halte ich für nicht die beste Entscheidung. Man sollte wirklich mit vier Mitte, mit einem Top, das kann man ja durchaus so spielen. Und jetzt geht hier das Gewerfe los, möchte ich mal sagen. Weil jetzt werden wir Speere regnen sehen und Pfeile. Speere und Pfeile. Aber Braum sagt sich, die nehme ich alle. Man sieht halt, was ihn so gut macht. Der Wave-Tail ist wirklich sehr, sehr gut. Der hier im Moment von Kog'Maw und auch der Corki zusammen können die Waves immer aus einer ziemlichen Distanz clearen. Das funktioniert gut. Ist die Frage, wie erfolgreich Gnar sich da oben durchsetzen kann und ob Unicorns of Love hier wirklich mit dieser Variante weiterkommt. Kann natürlich auch sein, dass jetzt wirklich das so Bait wird wie im letzten Spiel, dass man sagt, ja komm, nehmt doch unsere Tower, nehmt unsere Inhibitoren, wir gewinnen trotzdem. Ja, selbstverständlich. Das war auf jeden Fall sehr mutig. Auf der Top-Lane haben wir jetzt gerade gesehen, Gnar kann da pro Wave ein paar Hits machen, also das könnte worth it werden für Unicorns of Love. Und jetzt sitzt hier auch auf der Midlane des Prom Solo, dass er das alles eben nicht mehr blocken kann und deswegen bröselt hier dieser Turret. Die HP-Anzeige, ihr seht es, wird immer weniger. Die Hälfte ist schon raus und jetzt müssen wir nur noch ein, zwei Waves warten. Und da muss Rocket hier fighten oder sich vom Turret verabschieden. Vor allem haben sie das können wir beide. Nash-Buff dürfte auch nicht mehr so lange halten. Ist jetzt gleich ausgelaufen, das heißt, man muss wirklich nochmal Gas geben, wenn man den Tower haben will. Aber man hat beide Tower, fast. Ja, also da muss man sich jetzt einfach gedulden und aus Rockets Sicht muss man irgendwas machen. Nidalee hat jetzt kein Mana. Das ist schon mal positiv aus Sicht von Rocket. Damit kann man schon mal was machen. Und jetzt will man die also auch wirklich reingehen. Nuke-Tag, aber wir haben es schon mehrfach gesagt, es ist super schwer, Lorianna zu chasen. Alistar Ultimate hat man bekommen. Und dahin geht zumindest schon mal irgendwas erreicht. Nidalee mit dem nächsten Speer. Ja, da sollte man jetzt dranbleiben. Ja, Nash ist ausgelaufen. Sie sollten nicht overstayen, aber das sieht halt so lecker aus. Du hast zwei Tower, die so unglaublich low sind und vor allen Dingen, die so viel Impact aufs Spiel haben können, wenn sie die kriegen. Oh, da kommt der Gage of Braum und jetzt muss er fallen. Sofort Tota an dieser Stelle. Und jetzt hat man diese 5 gegen 4 Situation. Da braucht man auch keinen Nasher-Buff mehr. Das wird wahrscheinlich jetzt so rausgehen. Ah, der Clean Feed ist nervös. Der ist platt. Tja, da sagen sie sich, nee, wir buffern mal eine Runde, lieber Clean Feed. Tja. Da will er nicht so ganz. Ja, der ist jetzt ganz aus dem Häuschen. Der kann die Spannung selber nicht ganz ertragen. Dann lad ihn doch nochmal neu, oder? Wie ja, der gute Johnny ist ja auch schon ganz aus dem Häuschen. Ich stehe immer. Machst du nix. Clean Feed. Die Wilson soll jetzt die spannendsten Szenen vorenthalten. Oh, da geht's auch weiter. Okay, wir sind wieder im Clean Feed drin. Wir haben einen Drake verpasst. Der jetzt und wieder auf Seiten von Unicorns. Gnar ist gestorben. Und der Top-Lane-Turret ist gefallen. Und der Mid-Inhibitor. Wow. Das ist natürlich super bitter. Riesen-Story von unserer Seite, aber wir können da wirklich nichts machen. Wir kriegen den Clean Feed halt. Und wenn er leckt, dann leckt er. Sorry, guys. Aber gut. Vielleicht kriegen wir noch eine Wiederholung serviert. Das wäre der beste Fall. Aber ich glaube noch nicht so richtig dran. Tja, da machst du nichts. Ja, ich glaube auch nicht dran. Können wir mal gucken, ob wir den Replays... Ja, die Replays werden wir wahrscheinlich ja nochmal kriegen. Da haben wir ja auch nochmal den Clean Feed offen. Dann kriegen wir das dahin. Wir wollen euch ja nichts vorenthalten. Keine Informationen und dann passt das. Ja, macht mal nichts. Right, reported mal 9. Tribunal wird darüber abstimmen. Schaff mal. So, schauen wir rein. Es steht 10 zu 8. 7k Gold für Unicorns of Love. 8 zu 4 Turrets. Ein Nip down und ein Nip offen, wenn ich das richtig sehe. Oder ist da oben noch ein Turret? Nein, der ist offen. Der Turret ist auch gefallen. Ich sag ja, das sah so lecker aus. Zwei Turrets schon auf ein Drittel Life, unter einem Drittel Life teilweise sogar runter. Da will man halt unbedingt Druck machen. Da will man halt zusehen, dass die da auch noch wegkommen. Und das hat man anscheinend auch gemacht.
Jetzt kommt hier der TP. Steve ist auf dem Weg. Der Steve mit Homeguards. Jetzt kommt der Avenger rein. Die Ultimate von Varus soll ihn sofort interrupten. Steve mit dem Flash. Sofort der Gegenflash. Aber Vardux wird trotzdem gecatcht. Alistar versucht die Leute aufzuhalten. Nuke Duck. Flash in his Rage. Will unbedingt den Schaden machen. Genau in der Zeit. Aber Split pushen. Hinten Verdex. Er wird auf jeden Fall sterben. Nuke Duck hat den ersten. Alistar versucht hier irgendwie Zeit zu schinden und in die andere Richtung zu laufen, damit seine Mates wegkommen. Und unten, ihr seht es. Gnar am Pushen. Gnar will unbedingt hier diesen Inhibitor. Und Nidalee und Ori sind auf der Jagd. Sie wollen nicht backporten, lassen sie rechten Tower. Stop the ports! Inhib Nummer 1 ist kurz davor zu fallen. Wer ist schon in der Base? Ist es Nuke Duck? Den Inhib kann er nicht mehr deffen. Wie sieht's aus? Macht er noch weiter? Geht er zum Toplane Inhib? Oben geht die Party immer noch weiter. Nidalee ist einfach unfassbar anstrengend. Ne? Wenn normale Katzen schon anstrengend sind, dann ist diese Nidalee das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und das wird höchstwahrscheinlich sogar reichen. Jetzt hier, wie sieht Chachi mit der Ultimate gegen Nuke Duck? Er will ihn einfach fighten. Warum tut er das? Weil das kann er denn? Nein, er müsste jetzt dann. Und das wird die. Oh, wenn er den bitter, getroffen bitter. Hätte. Und hier oben die 2 gegen 3 Situation. Die ist jetzt nicht mehr Stop the Port, sondern Kill the Guys. Raum mit dem Snow. Mit dem Snow von Power of Evil. Will man hier weitergehen? Wann ist der nächste Wehab? Da ist er. Und da ist Horo mit dem Kill. Und jetzt vielleicht sogar noch Elise Taya. Der Cocoon kann ihn vielleicht erstmal retten. Der Speer, da kommt der Flash. Und damit ist er safe. Supergeil. Man konnte zwar wirklich die Kills holen, aber wirklich. Da sieht man mal, was ein Narc Damage Build auf die Vorteile hat. Er ist im Splitpush wesentlich stärker, er kriegt die Buildings viel, viel schneller abgerissen, wenn er halt ein paar mehr Damage-Items hat. Er kann auch mit dem Thormail gegen Corki da, also da hat Corki sich einiges an Schaden angetan, trotzdem Bloodthirster. Blutthirster zu Deutsch. Ja. Und jetzt ist da wirklich der dritte Nash im Anlauf, aber man ist unterwegs. Ich würde sagen, ab dem Moment, wo Unicorns of Love 3 Inhibs down gemacht hat, gewinnt Rocket auf jeden Fall. Okay, schauen wir mal, ob dieser Nash jetzt hier wirklich abgeben wird. Ja, yep, der ist er down. Und ich sage es, Wender ist drin, aber Alistar ist schon mal tot. Wender konnte sich nochmal retten. Dieser Fight könnte doch noch richtig übel ausgehen für Power of Evil's Crew. Power of Evil im Bedrängnis, kriegt da keine Ultimate raus. Und ist jetzt ist natürlich die Gefahr. Nuke Duck auch noch down. Horo on the run. Kann er hier nochmal wegkommen? Versucht jetzt gegen Elise nochmal zu traden. Jankos und Mr. Alice versuchen den down zu setzen. Okay, wir haben mal getradet. 1-4-3. Und den Nash. Den Nash hat Unicorns of Love. Also wirklich, jetzt sind Unicorns richtig aufgewacht. Sie rotieren super, sie treffen super Entscheidungen. Auch wenn man mal Kills abgibt, sind sie halt nie umsonst. Ah, wird man den Inhib noch bekommen? Es wird knapp, das wird richtig knapp. Sie Chachi, diesmal will er keinen Kill, diesmal will er, oh, schön, den Cocoon gedodged. Wird das reichen, ist die Frage. Noch 2 Hits, hier kommt die Ultimate, noch ein weiterer. Oh, er braucht vielleicht sogar doch noch 2, aber was macht der Junge denn? Nein, er das den war nicht der Inhib. Ein falscher Auto. So. Aber Nidalee zu stellen. Nidalee. Sie will, ich sehe sie an. Sie will den Inhib. Die ist so. Die, aber nein. Sowas von. Doch, nein. Aber sie könnte jetzt zumindest on Range bleiben. Weil jetzt müsste sie runterziehen. Ah. Wo sind deine Balls? Ja. Inhib down. Nee. Tschüss. Never mind. Inhib fast nicht, aber da ist jetzt halt. Jetzt kommen sie langsam wieder in die Lage. Ich erinnere mich so ein bisschen. Wir hatten im letzten Game auch so eine ähnliche Situation. Alle Inhibs down, alle Towers down. Und trotzdem, Rocket hat's noch gemacht. Ich hoffe, dass sie diesmal einfach einen Inhib stehen lassen und sich sagen, wir beenden das mit einem Inhib ab. Weil ich glaube, sonst schlägt einfach das Karma zu. Wenn dann 3 Inhibs down sind, dann. Und es ist jedes Mal bei diesen Jungs so, dass einfach Drakes, beide Seiten haben immer Drakes. Jetzt ist der nächste Drake ab und es ist Minute 42 und es geht um den dritten. Weil. Ist 3 und 2 sind, beziehungsweise im vierten, aber den können sie nicht contesten im Moment. Mitte Inhib ist ja wieder ab. So, da ist erstmal Entspannung für Rocket. Ja, Rocket versus Unicorns of Love. Bis jetzt durchschnittliche Länge des Spiels 49 Minuten. Oh, jetzt muss man auch sagen, die anderen waren gar nicht so sehr lang. Eher im normalen Bereich, aber das letzte Spiel war natürlich extrem. Ich weiß gar nicht, waren wir sogar über einer Stunde? Ja, ich glaube schon. Über einer Stunde. Und das Game scheint sich auch noch nicht so vorzeitig entscheiden zu wollen. Wenn Unicorns jetzt wirklich einen Schwachpunkt finden, denke ich, können sie das Spiel beenden. Aber ich glaube nicht, dass Rocket so einfach eine Schwäche offenbaren würde. Ich glaube es auch nicht. Ich muss sagen, heute so von den Games her, echt grandios. Macht wirklich Spaß zuzuschauen. Wir hatten ja in letzter Zeit oft Gurken-Games, wo sich so lange hingestreckt hat und kam ein Fight und dann wurde es beendet. Oder Sneaky Peasy durch irgendeine Zufallsaktion einfach mal gesplitpusht oder gebase raced, haben wir in letzter Zeit auch oft gesehen. Aber heute, so das, was uns die beiden Teams zeigen, ist wirklich phänomenal. Macht richtig Spaß zu schauen. Jetzt hat Unicorns of Love hier sehr, sehr lange gebraucht, diesen Drake anzugehen. Dadurch ist die Gefahr für den fünften Drake jetzt nochmal weiter nach hinten verschoben, weil der war über eine anderthalb Minuten ab. Aber naja, wir meckern hier auf hohem Niveau. Botlane zu gehen ist jetzt nicht am besten, weil da ist ja eben der Inhibitor schon down. Alle anderen Lanes sind quasi
easy möglich. Ja, der Top 10 Inip dürfte wahrscheinlich auch nicht so viele Leben haben. Die recken sich relativ langsam. Und er war ja fast down. So, wann ist Nash ab? Noch nicht in den nächsten 2 Minuten. Also noch entspannt. Ja, die Frage ist, werden sie die Nasher diesmal nehmen? Oder werden sie ihn wieder da stehen lassen und den Teamfight suchen? Aber man muss sagen, diesmal fehlt mir wirklich das Potenzial bei Rocket, um die Plays zu machen, die sie im letzten Game gemacht haben. Weil sie einfach keinen Victor haben, der da instant einfach so AOE reinbursten kann und dieses Damage-Potenzial mit sich bringt. Ihm fehlt wirklich der Burst-Damage. Das ist, glaube ich, so ein großer Nachteil gerade, der es so ein bisschen verhindert, dass man das starke Comeback-Potenzial hat. Ja, klar ist aber natürlich jetzt auch wieder, solange du in der Base Devst, gibt es sehr, sehr viele CS, die das Gegner natürlich quasi nicht hat. Du kriegst also Stück und für Stück ein bisschen mehr Gold, aber man wird hier diesmal kein Risiko eingehen. Steve steht am Base, hat Hungerz ab. Holen wir der junge TP. Do it. Hier geht man raus, weil man weiß, okay, da kommt der Baum. Der Baum ist da! In 4 Leute rein! Wo ist Bauer auf Ebel? Da ist er, erst aber rausgeflasht. Die Bauchsortiment hat überhaupt nichts getroffen. Der Ball liegt, trifft 3 Leute. Schön gemacht. Der Speer hinterher. Traum hat er geblockt. Und in diesen Engage kann man erstmal abfangen. Hier ist dann getraut. Steve ist in der Welt, wo er nicht viel rackt. Der Signal tickt. Und ihr seht es. Gnar hat in den Nip Nummer 1. Gnar ist in den Nip Nummer 2. Und jetzt geht es für Unicorns Ablauf. Nur noch darum, diese Records abzubrechen. 3-Mann-Knockup. Der erste Kill müsste hier im Moment fallen, aber die leben immer noch. Steve lebt, Nuketab lebt, der Sohn erst von Italy hält hier am Leben, aber Shutdown ist da. Und erst der Nexus Turret fällt hier mit. Aber da haben sie es, da dachte ich schon, das könnte die Entscheidung sein, aber Rocket mit dem Zipfel am Leben holt sich diesen Fight dann doch noch. Aber im Endeffekt haben sie bloß einen Kill bekommen, haben trotzdem 2 Inips abgegeben und noch ein Turret dazu, es wird immer schwerer und schwerer. Da geht hier nochmal rein, Nuketab kriegt wieder einen von den Pfeilen von Varus ins Gesicht, aber das ist ja alles. Alles jetzt nicht mehr entscheiden, denn erstmal geht es jetzt wieder um diese riesige Creepwave abzuwehren. Das ist halt wirklich, das ist der Backdoor-Nar, wie er im Buche steht. Nar entscheidet da wirklich gerade sehr, sehr viel über seine, ja, über sein Laning-Verhalten, beziehungsweise über seine Rotations, dass er einfach sagt, okay, die Teamfights, die im letzten Game nicht funktioniert haben, die wollen wir einfach nicht, deshalb machen wir es diesmal über Split-Push. Ja, und das ist auch die deutlich bessere Option, also das funktioniert ja bisher sehr, sehr gut, gerade hat man da... Ja, immerhin wieder 2 Inhibitoren rausbekommen und jetzt ist nur noch Bot ab und der Nash, ihr seht es, in 1.20. Das ist der vierte? Der vierte Nash denn schon, oder? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ja, könnte aber gut sein. Bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, wann hat man denn schon mal in einem Game gesehen, dass ein Team 4 Nashers bekommen hat, bevor sie es beenden konnten? Und überhaupt beenden, will ich ja noch gar nicht in den Mund nehmen, ne? Ja, nein, 3 Inhibs gleich down, dann hat Rockets Windchains rechterlich erstmal in die 100er. Bitte, rein. Unicorns, macht nicht den Fehler und nimmt 3 Inhibs gleichzeitig. Lasst eins stehen, das ist, glaube ich, ein Muss, um das dieses ist Game quasi zu gewinnen. Einfache Empirie. In 100% der Fällen, wo Rocket 3 Inhibs down hatte gegen sich, gewinnen sie. Okay, jetzt hier unten auch mal die Situation. Schön sofort mit Shuredas rausgegangen, als man Steve sieht. Steve kommt trotzdem rein und jetzt sofort der Flash von Power of Evil, um in Position zu gehen. Hitte, die Varus-Ultimate trifft nichts, aber jetzt die Orianna-Ultimate. 3 Leute. Dadurch wird das Ganze erstmal ein bisschen entspannt und guckt auf die Minimap. Nah, immer an diesem Midlane-Trick. Und dieser, würde ich sagen, der geht da einfach immer wieder rein. Da kommt auch gleich nochmal dieser Flash 3-Mann-Knock-up. Der ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Jede Sekunde. Da müsste er sein. Batz. Nochmal 3 Leute hochgehauen. Ich glaube, er hat sich sogar zu einer Spinne mit dem Weg gemacht, weil er nicht ganz in Range war. Ja, aber da sind die halt sehr, sehr low weggekommen. Wenn dann Nuketab stirbt, wenn dann Steve stirbt, dann ist es das. Dann ist einfach vorbei an dem Moment. Aber so, das ist ja das Geile an diesem Best of 5. Das ist immer nochmal, einer kommt mit 10 AP weg, mit 5 AP, von mir ist mit 1 AP. Und dieses Best of 5 will einfach nicht enden. Das ist aber heute auch wirklich der Wahnsinn, oder? Wie oft die da einfach so ganz low rauskommen. Das ist heute einfach bloß, ja, kein. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, ist bestimmt schon 10, 15 Mal jemand da mit 100, unter 100 Life rausgekommen. Und da kann man halt auch nicht sagen, so mit 100 Life, ah, calculated. Naja, mit 100 Life vielleicht schon, aber mit einem Life, mit 10 Life. Da wird's echt, echt schwierig. Ja, da bist du halt gute Mathe, ne? Und der Braum rettet dir den ja auch jeden Fight den Hintern. Also das muss man einfach sagen, dieses Schild hat sich, also ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der offiziell gefressen hat in den Riot-Statistiken. Hier, wieder, Platz, Schild offen. Da kommt kaum Punkt durch. Jetzt geiern sie natürlich auf den letzten Inhibitor. Ja, und aber den wird sie auch kriegen und ich... Unicorns, tut es nicht. Da, der Nashor ist ab oben. Ich erinnere mich genau an so eine ähnliche Szene. Ja. Man geht auf den Inhibitor, könnte aber ganz, ganz easy den Nashor forcen.
Okay, Gnar ist aber diesmal oben. Es ist eine bessere Situation als das letzte Mal. Ein Hit auf den Inhib, ein Hit auf den Inhib. Da fehlt noch einer, die Braum-Ultimate trifft nicht. Und damit hat man den besten Engage, den sie jetzt quasi haben, verloren. Aber da kommt Flash. VfW sofort mit Glitz reagiert. Jetzt ist der Fight da, es könnte der letzte sein. Die Tollmann Orianna-Ulti, die braucht man jetzt noch. Wann stirbt Wender? Jetzt stirbt Wender. Zweiter Nexus-Turret ist down. Auf der anderen Seite hat sich noch niemand verabschiedet. Also bis jetzt nur Braum tot. Gnar immer noch weiter oben. Drei Inhibs down, der Nexus blank. Und 5-4. Jetzt sollte es doch endlich reichen. Ich glaube, ich weiß nicht, sie trauen sich, glaube ich, noch nicht, das Spiel jetzt vollkommen zu beenden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich Angst davor haben, noch einen großen Fehler zu machen. Aber sie sind 5-4. Und da geht ja rein! Da geht rein, Mr. Alles! Hol nochmal Cleans! Überlebt das! Wird das jedenfalls nochmal gefährlich, die Unicorns am Laufen? Das ist doch fast unmöglich! Das ist der Wahnsinn! Das Spiel verlierst du nicht! Sie wollen spannend, weil sie haben, glaube ich, so viel Angst davor, jetzt noch einen Fehler zu machen. Jetzt wird dann groß. Jetzt kann man da noch. Da kommt aber Treiber noch ab. Genau, Ultimate. Vier Mann. Das muss es sein. GG well played. Best of five. Und wir haben endlich einen Gewinner. GG. Das war's. Oh, wow. Crap. Wow. Da sieht man aus. Sie sind sichtlich erleichtert und freuen sich einfach bloß riesig, dass sie es geschafft haben. Nachdem es doch nochmal so knapp geworden ist. Sie haben